Moin und hallo Leute, weiter geht's bei Jedi Fallen Order und wie in der letzten Folge Wohin bereits jetzt? angekündigt, geht es jetzt nach Datomir. Bin mal gespannt. Datomir, wer will denn dahin? Na, wir wollen dahin. Wissen Sie, so gut wie heute war ich als Pilot zuletzt auf der Weltraumakademie auf Lateron, wo ich Jahrgangsbester war. Ich wusste gar nicht, dass Lateron eine Akademie hat. Ja, die war neu. Damals. Sie sind wahrscheinlich nicht allzu oft in der Gegend. Worin wurden Sie ausgebildet? Alles. Jäger, Frachter, Kurzstrecke, Langstrecke, das volle Programm. Meine Loopings waren die wildesten von allen. Sie sind mit Frachtern Loopings geflogen? Naja, eher Kurven, mehr durfte ich ja nicht. Trotzdem war ich richtig gut. Sie hätten mich mal sehen sollen. Okay, Junge, Ja. setz dich. Wir sind da. Bin ja mal gespannt, das wollte ich gerade sagen, ob Datomir sich jetzt auch seit unserem letzten Besuch verändert hat. Das letzte Mal hatten wir nur so ein bisschen mit den Einheimischen zu kämpfen oder ob uns das Imperium jetzt ja auch erwartet. Oder vielleicht der ein oder andere Kopfgeldjäger. Ich hoffe ja immer noch, dass uns tatsächlich Boba Fett mal auflauert. Das wäre ziemlich geil. Dann machen wir uns nichts vor, dass uns so berühmte Persönlichkeiten hier in so Spielen begegnen, ist ja keine Seltenheit. Im Schiff. Drinnen. Ich habe Wände. Ich habe Jedi. Alles gut. Ja. Hey, Kerl. Du und sie. Ist alles okay? Ich weiß nicht. Das ist im Moment nicht wichtig. Weißt du, Sir glaubt an dich. Um ehrlich zu sein, ich habe am Anfang nicht viel von dir gehalten. Habe ich gemerkt. Weißt du, immerhin musste ich dir wegen ihr zum unheimlichsten Ort der Galaxis folgen und. Ja, das stimmt. Jedenfalls hoffe ich, dass ihr beiden das schnell klärt, damit wir die Mission abschließen und uns irgendwo erholen können. Ich kenne ein großartiges Kastell auf Takodana. Dort gibt es den besten Bloody Ranker der Galaxis. Finde ich übrigens sehr geil gemacht. Also, es gibt bestimmt Spieler, die das ein bisschen nerven würde. Aber ich finde so diese ganzen Dialoge, das ist schon cool. Auch, dass das so ein bisschen situationsabhängig ist und er so ein bisschen darauf reagiert, wie weit wir in der Story jetzt sind und so. Das gefällt mir doch alles sehr gut. Dadurch, dass man halt echt mal so ein bisschen, ja, Bindung zu den ganzen Leuten hier aufbauen kann. Und ja, sorry, dass ich schon wieder hier bin, aber ich stelle gerade fest, dass mir das hier noch nicht so ganz gefällt, wie unser Lichtschwert aussieht. Nehmen wir das mal hier auch. Bin ja irgendwie immer noch so ein Fan davon, die Mitte so ein bisschen griffig zu halten. Aber das Inno Cordova gefiel mir jetzt doch nicht so. Und die Farbe gefiel mir nicht, deshalb bin ich jetzt hauptsächlich eigentlich wieder hier. Das Gelb fand ich dann doch irgendwie so ein bisschen ungeil. Ja, nehmen wir das. Das Material gefällt mir auch noch nicht so. Oder? Ach doch, komm, wir lassen das mal so. Ja, passt bloß auf. Eigentlich hätte da oben schon ein bisschen was von diesem Rahmen da kaputt gemacht. Der alte Tollpatsch hier. Okay. So. Ja, wie gesagt, also finde ich schon ganz nett. Ach, sie Ja, erzählt hast du uns kurz bestimmt auch noch Zeit? mal was. Ja. Du bist seit Bracca weit gekommen. Aber dein Ziel ist noch fern. Du sollst wissen, welche Herausforderungen dich noch erwarten. Ich schaff das. Ich kenne deine Fähigkeiten. Darum geht es gar nicht. Ich weiß, was zu tun ist. Ich hab's schon getan. Kerl, selbst die stärksten Jedi. Ich bin nicht Triller. Ich schaff das. Ich weiß, das habe ich auch nicht gesagt. Ich erwarte nicht, dass ihr irgendwas sagt. Es ist okay, Sia. Echt. Ich sorge mich um dich, Kerl. Mehr nicht. Finde ich eben cool gemacht, dass so diese ganzen Dialoge mit der Crew, dass man eben so ein bisschen mehr über sie erfährt und so ein bisschen den so einen Zusammenhalt eben aufgebaut wird. Hey, ich weiß, wir haben unsere Probleme. Aber ich muss mit euch reden. Ich brauche Hilfe. Ich höre. Ich spüre wieder die Macht, aber bin immer noch blockiert. Warum ist das wohl so? Wenn ich beginne, mich zu öffnen, sehe ich Meister T'Pol. Und du hast trotzdem weiterhin deine Verbindung zur Macht vertieft. Weißt du, was mir das sagt? Dass ich nicht weiß, was gut ist? Dass du stark genug bist, deine Gefühle zu akzeptieren. Du musst dir Zeit lassen. Sir, ich.
Vielen Dank. Es war wichtig. Noch was? Versteckt sich Grease? Sieht ganz so aus. Kein Wunder. Datomir ist nicht gerade nett zu Fremden. Cordova muss dir etwas über diesen Ort gesagt haben. Eine Erklärung, warum er hergekommen ist. Meinst du, er war damals klarer im Kopf als in den Logs, die er zurückgelassen hat? Er war ein kluger Mann, aber er hatte die Antworten noch nicht gefunden. Jetzt müssen wir diesem Weg folgen. Okay. Gut, das scheint soweit gewesen zu sein. Okay, was haben wir hier alles? Gibt es eine ganze Menge Ecken, wo wir nicht weiterkamen? Da hinten geht es jetzt eben weiter. Was ist das mit dem Doppelsprung? Wir laufen jetzt einfach mal hier. Aber ich glaube, hier können wir abkürzen, oder? War das nicht so? Hier können wir hoch. Ne, hier können wir nicht hochklettern. Ne, wir könnten nur in die andere Richtung abkürzen. Okay. Dann laufen wir hier mal weiter. So. Ja, ich muss hier mit dem Dialog übrigens wieder den Hintergrund in diesem Level hier bewundern. Also, die Planeten sind einfach immer noch, ich weiß, ich wiederhole mich, aber darf es gerne auch mehr als einmal sagen, einfach geil Design. Guckt euch mal den Hintergrund an, es ist einfach richtig geil gemacht. So. Ach, hier boxe ich wieder durch die kleinen Viecher durch. Na, ja, bekämpft euch ruhig erstmal ein bisschen hier. Hallo. Kuckuck. Komm her. Was ist denn jetzt los? Oh. Oh, jetzt auf hier. Also, wenn das mal nicht der Hammer war, dann weiß ich es auch nicht, oder? Den haben wir mal richtig platt gemacht, den Typen. Richtig geil. So, was haben wir hier? Die Tür ist von der anderen Seite verschlossen. Okay, ist ja eine ganze Weile her, dass wir hier waren. Jetzt muss ich erstmal selber gucken, wo und wie es hier weiterging. Ja, da hinten ist das Ding, wo wir dann hochspringen können. Das wird uns jetzt auch schon grün angezeigt. Jetzt muss ich erstmal gucken, wir müssen hier irgendwie weiter. Ach, wir folgen einfach mal den Weg. Wir kommen schon irgendwie dahin. Sonst schnetzeln wir uns hier ein bisschen durch die Gegnermassen. Ich bin mir ziemlich sicher, hier wird sich noch ein bisschen was tun. Und tschüss. Oh ne, er hat's überlebt. Das aber nicht. Ach stimmt, die platzen ja auch so ekelhaft auf. Wow, das können wir auch abwehren, nicht schlecht. Au, 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 au. Ah, okay. Ist auch mal gemacht hier. So. Ah, die haben uns durch die Säure ganz schön zugesetzt, leider. Weiter. Wie kommen wir da eigentlich lang? Ach, wir hätten da hochgemossen. Oder? Ich bin etwas überfordert, um ehrlich zu sein. So, den haben wir auch. Ach, nochmal schön durchgelaufen. Ja, jetzt sind wir wieder hier gelandet, okay. Ja gut, dann gehen wir doch mal nach hier hinten. Na? Wow, den haben wir auch noch gleich mit platt gemacht hier. Ach. Ja, ich muss es auf dem Schirm haben, dass die platzen. Stimmt, wir mussten erst durch diesen Tempel laufen und dann ging es dort hinten weiter. Okay. Gerade rechtzeitig. Oh, danke.
Gucken, was es hier Feines gibt. Was hast du da? Neuen Sender erhalten, okay. Gefällt mir übrigens doch ganz gut so. Also in Natur sieht das Lichtschwert auch ganz geil aus von der Farbe. So, schauen wir mal. Da haben wir wieder die Typen. Vorrücken! Und was die hier so können. Oh, das ist da gerade losgemacht. Gibt's ja nicht. Bereit zum Sterben, Gildi? Oh, keine Macht mehr. Du wirst keinen meiner Brüder mehr eliminieren. Ja, ich glaube schon. Wow. Okay, okay, damit hat er uns leider dann doch überraschen können. Ich hab schon Schlimmeres eingestellt. Jawohl. Na okay, gegen die habe ich lange nicht mehr gekämpft, aber es ging ja. Großen und Ganzen ist doch ganz gut behauptet gegen die. So. So, hier oben waren Bogenschützen von denen, das weiß ich noch. Die Ecke habe ich ja ein paar Mal geübt. So, wir rücken uns einmal aus. Fertigkeitenbaum gibt es, glaube ich, nichts für einen Punkt. So, das Doppellichtschwert, das wollen wir als nächstes, glaube ich, machen. Das einfach unfassbar spaßig aussieht. So, Präzisionsausweichen könnte auch ganz witzig werden. Maximale Macht, das mit der Machtanzeige erhöhen. Kostet allerdings auch schon 3 Punkte. Ich überlege gerade, also entweder wir nehmen als nächstes, glaube ich, diesen verheerenden Schub oder eben diesen Doppellichtschwertwurf. Scheint beides sehr nützlich und spaßig zu sein. So. Da macht er gleich hier seinen Superangriff. Au. Vor uns untergehen. Das hält mich nicht auf! Dein Ende naht! Oh, da hat er aber Glück gehabt, dass die komische Kacklin da gerade den Arsch gerettet hat. Oh, oh, mach's gut. Oh, auch nicht. Du kannst nicht entkommen! Sag mal. Hallo. Die ist rumgeballert, oder? Nervt ja gerade hier was. Ganz schön zugesetzt hier. Ich werde sie alle rächen. Ja, wirst du das? Mal hier, gefällt dir das? Was machst du denn da? So. Penner. Ich bräuchte Hilfe, bitte. Die haben mir echt ganz schön zugesetzt. Guck mal, was man. Können wir hier hoch? Oh, eigentlich ja, wenn er greifen würde, käme er da hoch, aber das Spiel möchte das nicht. Okay, das ist wieder dieser Knilch. Gucken, was hat er jetzt noch zu sagen? Ich mag deine Begeisterung, aber Datomir fordert mehr als nur Willen. Komischer Typ. Was war das denn jetzt? Das war aber gerade sehr merkwürdig irgendwie. Ich weiß nicht, ob man es gesehen hat. Meine Steuerung war sehr komisch gerade. Hey! Wir werden dich finden. Brüder, helft mir! Ich muss ihn besiegen. Ihr besiegt mich nicht mit euren Flitzebogen hier. Ich glaube, es geht los. Was ist denn das hier? Erkletterbar, aber nur mit Ausrüstung. Sterb! Oh, 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 das war knapp. Da habe ich gerade doch glatt wieder den falschen Knopf gedrückt.
So, lasst mich raten, hier unten finden wir die Ausrüstung, die wir dafür brauchen. Puh. Wie haben wir das geschafft? Mit dir erlebt man was. Das haben wir geschafft, weil das Level-Design es so wollte, wie so häufig. Sehr praktische Rampen und Felsvorsprünge. Guck mal, na gut. So, was haben wir hier? Weiter nach oben. Und ein Meditationskreis. Guck mal, wir können einmal nach dort. Anscheinend müssen wir dort auch lang, weil die Tür hier zu sein scheint. Erstmal wird meditiert. Wie sich das für ein Jedi gehört. Ein bisschen ausruhen, raus. Aber wieder unser Stimpack dabei. So, was haben wir hier für Viecher? Ist gut, doch nicht. Ist komisch, dass das Ding irgendwie immer nur beim ersten Wurf Schaden zu machen scheint. Nein, ist es genug. Gerade wollte ich sagen, genug rumgerotzt, da macht er nochmal was. Ich kann sie nicht öffnen. Das habe ich mir schon gedacht. Sonst wird mir auch nichts weiter angezeigt. Ist auch nichts weiter zu sehen, nicht, dass ich wieder an irgendeiner Kiste vorbeirenne. Nee. Diesmal nicht. Dann gucken wir nochmal die Enden. Na, da klettert er jetzt wieder über den Balken. Wetten? Nee, doch nicht. Okay. Du gehst keinen Schritt weiter. Schritt zur Seite. Nein, er hatte recht mit dir. Wer? Was? Jedi sind Diebe und dreckige Lügner und bringen nichts als den Tod. Pass ja auf, wenn du nochmal angreifst, strecke ich dich nieder. Oh, ich mache gar nichts. Aber meine ermordeten Schwestern... Sie bekommen ihre Rache. Hey, jetzt kämpfen gegen Untote hier auch noch, oder wie? Wow, okay, okay, okay. So, einen haben wir schon mal rausgefördert hier. So, ja, scannen die mal. Untote Schwestern der Nacht, unerbittlich, sprungfähig und extrem aggressiv gegen Ziele. Greifen in Schwärmen an, lass dich nicht umzingeln. Okidoki. Oh, das ging aber. Ich hätte jetzt Schlimmeres erwartet. Hm. Ah, okay. Interessant. Und da fällt es wieder runter. Okay. Dann noch mehr Untote. So. Oh, oh. BD, wirf mir einen Stim rüber. So, ich habe eben auch aus Versehen irgendeine Machtfähigkeit eingesetzt, was ich gar nicht wollte. Aber gut. Verlasse diesen Ort. Hey, 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 hey. Hallo? Oh, oh, oh. Ganz knapp. Hilfe, BD. PD? Ich brauche einen Stim, BD. Wir haben den Link. Sehe ich überhaupt nichts. Bisschen unglückliche Ecke hier vom Kampf. Au, au, au. Wirf mir einen Stim zu. Junge, Junge, jetzt haben wir ganz schön was einstecken müssen. Und weg damit. Eben konnte ich die ganze Zeit nicht wegstecken. Offenbar noch ein bisschen misstrauisch, der gute Kerl. Dass hier noch mehr kommen. Schön ab dies hier, ne? Das hast du dir so gedacht, ne? Das hast du dir so gedacht. Oh, oh, oh. Alter. Schon wieder sehe ich hier absolut gar nichts, was hier vor sich geht.
Einfach nur viel geblockt und gehofft, dass es funktioniert. Jetzt kommen wir nicht hoch. Oder müssen wir hier hoch? Ich bin gerade etwas überfordert. Ach, hier. Du wirst für ihren Tod bezahlen. Oh, das war knapp. Ich kann mal eigentlich relativ leicht wegschnetzeln, glücklicherweise. Oh, Mistvieh. So, auch erledigt und weg aus dem. Schafft's diese Schwester der Nacht uns zu folgen? Platzbereich. Sie hat sie Machtnutzer genannt. Aber so habe ich die Macht noch nie erlebt. Wir gehen besser auf Zehenspitzen. Moment. Hast du überhaupt 10? Hm. Was ist das für eine fliegende Kreatur? Das wollte ich auch gerade fragen. Ich glaube nicht, dass die uns wohlgesonnen ist wie die auf Kashyyyk. Der bringt uns wohin? Nach hier. Oh, zu einer Kiste. Und zu einer Tür, die uns bestimmt dort führt, wo eben der Checkpoint war, richtig? Du musst das einfach wissen, stimmt's? Was hast du da? Wieder eine Lichtschwerthülse. Ist echt lange, oder wir bekommen relativ wenig Ponchos, muss ich mal feststellen. Ja, jetzt sind wir hier gelandet. Das passt eigentlich ganz gut. Dann können wir hier einmal kurz meditieren. Kriegen nochmal 3 Stims wieder. Fähigkeitenpunkt hatten wir momentan. Ja, nur einen. Au, au. Wo ist das andere Vieh? Das hängt da fest. So. Ah, was da? Den haben wir auch erledigt. Sehr schön. Okay, dann steigen wir wieder auf diesen sehr vertrauenserweckenden Fahrstuhl. Gucken wir mal. Hier oben haben wir schon jemanden labern hören. Wo ist sie? Hier, Höhlenmalereien. Brüder der Nachtrunen. Meinst du, wir nähern uns einem Dorf? Wenn ihr Brüder der Nacht malen mittels Hydratissäureglyphen. Okay. Die Säure verätzt allerdings nicht nur die Oberfläche, sondern hinterlässt selbst auf härtestem Gestein permanente Spuren. Jedes Symbol muss überaus vorsichtig gezeichnet werden, um präzise zu sein und den Zeichner selbst nicht zu verletzen. Meisterkalligrafen sind selten und ob ihrer Talent extrem geachtet. Ablasin schlagt sofort zu. Ich habe gesehen, was aus ihren Leichen kommt. Wir werden dich zur Strecke bringen! Ist das so? Hier. Ah, guck, das wissen sie schon zu kommen. Meine Schläge sind schwach! Sind sie das? Hier, was hältst du davon? Ich hab Angst vor euch. Ich weiß ja nicht, du, ne? Hast du gerade gesehen, gewinnen, was ich mit deinen Kumpels gemacht habe? Hier, das. Ich kann ziemlich gut gewinnen, wenn ich möchte. Penner. Okay, hier kriegt man irgendwo die Ausrüstung. Dann da können wir dann wieder hochklettern. Schauen wir uns also mal weiter um. Ist ja eigentlich schon ziemlich fies, wenn man überlegt, was hier so abgeht. Oh, 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 scheiße. Alter Schwede. Oh, wir haben keine Macht mehr. Gar nicht gut. BD, stimm zu mir. Oh, scheiße, jetzt hat uns hier wieder eine gepackt. Ich
wollte mich gerade. Oh, halt! Hilf mir, BD! Junge, Junge, jetzt geht's weiter. Okay. Du wirst sterben, Jedi. Nein. Und tschüss. Ich wollte mich gerade diesen Machtsprung mit dem Wegdrücken machen und dann habe ich gemerkt, geht nicht. Deshalb lief der Kampf gerade sehr holprig. Na los, verschwindet! Hier wurde jemand gejagt. Jagd. Die Brüder der Nacht verfolgten jemanden durch den Sumpf. Jemanden, den sie fürchteten. Okay. Ja, was ich gerade sagen wollte, von wegen, dass es eigentlich ziemlich übel ist, was hier abgeht. Weil wenn man mal genau bedenkt, wir sind hier auf ihrem Planeten und schmetzen hier alles nieder, obwohl sie uns eben gesagt haben, wir sollen bitte gehen. Das ist, eigentlich sind wir hier gerade nicht gerade die Guten, würde ich sagen. Ist ja ihr gutes Recht, uns hier nicht haben zu wollen. Ich meine, okay, sie könnten vielleicht mal ein bisschen mehr mit uns reden und dann würden sie vielleicht merken, dass wir eigentlich gar nichts von ihnen wollen. Sondern nur unsere eigene kleine Mission hier verfolgen, aber nichtsdestotrotz. Da. Hallo. Oh, oh. Holy shit. Jetzt machen mich diese Ekelviecher fast schon fertig. Alter, schon wieder. Hallo. Wie gehen die denn ab? Holy shit. Die haben uns ja mächtig zugesetzt. Na komm, schieß. Nicht so. Na, was jetzt davon? Da war noch einer. Da kannst du da hinten. Und tschüss. Ist noch irgendwo wer? Ich höre jemanden reden. Erstmal gucken wir uns hier weiter um. Karte gibt nichts weiter her. Okay. Ja, spannend, vielleicht kommt ja hier auch nochmal so eine. Boah, habe ich nicht mal gesehen. Aber trotzdem noch im richtigen Moment geblockt. Warum schießen die jetzt nicht nochmal? Oder hat er etwa dazugelernt? So, gucken wir erstmal hier unten. Bin gespannt, ob hier vielleicht so eine Nachtschwester oder sogar die, die uns hier schon ein paar Mal begegnet ist, hier vielleicht so ein Bossgegner sein wird. Ah. Tschüss. Denn das ist tatsächlich was, was mir bislang so ein bisschen fehlt. Wir hatten diesen Maestro-Druiden-Typen da in dieser Arena. Und eben die, was war es, 9. Schwester. Domestizierung von Spinnen. Die Brüder der Nacht versuchen erst seit kurzem, die Flugrückenspinne zu domestizieren. Ohne die magischen Gegengifte der Schwestern der Nacht erweist sich diese Unterfangen mitunter als tödlich. Wenn allerdings eine Jungspinne gefangen wird und an der Seite eines Bruders der Nacht aufwächst, wird sie dessen lebenslange Gefährtin. Toll, Spinnengefährten. Ja, eben bis auf die beiden gab es ja bislang, also die, 9. Schwester und diesen Maestro gab es ja bislang eigentlich noch gar keine richtigen Bossfights. Was ich ein bisschen schade finde, weil es eben halt auch sehr gut hier zu dieser ganzen Jedi- und Macht-Thematik doch sehr gut passen würde. Und machen wir uns nichts vor, man spielt so Spiele ja eigentlich auch, weil man so ein paar Lichtschwert-Duelle bestreiten will. Davon gibt es momentan halt einfach noch zu wenig. Also klar, wir kämpfen hier gegen Leute, aber gegen andere Jedi oder eben Sith zu kämpfen, das ist ja der Hauptgrund, weshalb man so Spiele spielt. Machen wir uns nichts vor. Klar, Sturmtruppen niedermetzeln natürlich auch. Das macht auch Spaß, einfach so dieses Überlegenheitsgefühl zu haben. Okay. Was nehme ich jetzt? Präzisionsausweichen ist nicht verkehrt, weil wir dadurch Gegner verlangsamen und Macht dazu bekommen. Wenn auch nur eine geringe Menge laut Text. Leben erhöhen ist auch nicht verkehrt. Zusätzliches Leben bei dem Stim-Behälter. Das Ding hier, ich kann es ja nochmal zeigen, ist ziemlich cool. Aber wie nützlich es sein wird, das bezweifle ich noch ein bisschen. Ich glaube tatsächlich, dass uns der verheerende Schub wesentlich mehr bringt. Den nutze ich ja ziemlich viel auch, ich ihn ziemlich stark finde.
Deshalb nehmen wir jetzt den Schub als erstes. Bei natürlich hier Kraft der Freundschaft mit der Machtanzeige vollständig auffüllen. Sogar eigentlich noch ein bisschen nützlicher ist, fürchte ich. Weil gerade wenn wir in Kämpfen Probleme haben und uns heilen müssen, habe ich meistens auch schon keine Macht, weil jetzt eben schwerer Kampf ist und ich viel Macht schon eingesetzt habe. Vielleicht spare ich da erstmal drauf. Ach nee, kommt. Scheiß drauf. Ich nehme jetzt hier den Schub, weil ich da Bock drauf habe. Das nach einer echt spaßigen Funktion aussieht. Und als nächstes machen wir dann das andere. So, einmal ausruhen. Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt mal einen Break für diese Folge. Hallo. Ich bin hier in der Abmoderation und da beschießt er mich einfach. Ich glaube, es hackt. Na komm. Jetzt hast du wieder keinen Bock, ne? Das ist ein Stinktier da unten. Ich glaub's nicht. Absolutes Stinktier ist der Typ. Guck mal, da hinten kommen wir auch noch weiter. Aber das heben wir uns dann alles für die nächste Folge auf. Bis dahin, Leute. Ciao.